Jo Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Firestorm. Ja, gestern kam die erste Folge, kam glaube ich ganz gut bei euch an, so wie ich das gesehen habe. Und dann wollen wir doch jetzt mal wieder auf den Server joinen. So. Okay, wie ihr seht, ist hier was. Und das liegt daran, dass der Chris gestern noch gefarmt hat. Viel gefarmt hat. Und da drin sind ein paar nice Sachen. Ein Eisenbrustpanzer gehört mir, die Eisenstiefel gehören glaube ich auch mir. Ich nehme sie mir jetzt einfach mal. Wenn nicht, dann nicht. Und ich nehme mal die Hälfte Eisenerz. Weil der Welle LP hat auch eine Folge, glaube ich, aufgenommen. Also ich glaube schon, ja. Und ja, haben wir ein bisschen Rüssi. Ich würde sagen, gehen wir heute erstmal farmen. Ist natürlich jetzt nicht so spannend. Aber muss gemacht werden. Ich meine, das hat der Chris zwar schon gemacht. Aber wir müssen das auch machen. So, und es ist gerade niemand auf dem Server. Ich bin jetzt nur nicht drauf gegangen, weil niemand drauf war, sondern weil ich aufnehmen wollte. Ich muss eigentlich niesen. Aber ich probiere es jetzt mal, mir zu verkneifen. Hat ganz gut geklappt. Ja, dann gehen wir irgendwo da vorne runter. Farmen ein wenig. Da vorne ist ein Portal in den Nether. Okay, das ist komisch. Ja, genau, ich fall durchs einzig mögliche Loch. Genau. So. Ich sollte nicht so viel springen. Okay, da gehe ich aber jetzt natürlich nicht rein. So, ein paar Schweine noch töten, dass man auch unter Tage genug Essen hat. Fackeln kann ich mir kaum machen. Müsste ich Kohle für finden. So, ich glaube, das sollte erstmal reichen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir sterben, ist natürlich scheiße, ist unsere Rüstung weg, aber wenn wir sterben, sind wir raus. Machen wir mal Fackelchen. So, haben wir 8 Fackeln. Schaf, kannst du mir bitte was zu essen geben? Danke. Oh, hier kann man echt gut essen farmen. Sind echt viele Tiere. Und, ach so, ja. Ich wollte generell noch mal ein bisschen was zum Projekt sagen. Ich baue mich am besten hier rein. Ja, wie ihr seht, muss man nicht immer zu allen viert, oder wir sind ja jetzt leider nur noch zu dritt, aufnehmen. Wie passt das am besten dahin? Das sieht am originellsten aus. Sondern man kann auch alleine zu dritt, ach, ja gut, wir sind drei, zu zweit, wie man möchte. Ja. Was ich euch noch erzählen wollte. Ja, es gibt wöchentliche Bashes. Als ob ich eine Schlucht gefunden habe. Hab ich genug Sachen zum wieder hochbauen? Rot sollte ich haben. Aber ich baue mich vorsichtig runter. Es gibt wöchentliche Bashes. Heißt, es werden, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, werden zwei Spieler ausgewählt und die kämpfen in der Arena gegeneinander. Mal gucken, ob wir dafür ausgewählt werden. Und in der letzten Folge war Chris nicht in der Beschreibung, in der Liste. Den hatte ich da, also den haben wir da vergessen reinzuschauen. Und
Jetzt ist er aber drin, auch schon in der ersten Folge habe ich hinzugefügt. Und, also, falls ihr da sehen wollt, wie er komplett Team, welches Team war es? Gelb ausgelöscht hat, könnt ihr gerne gucken. So. Ja, das war erstmal alles Grundlegende, was ich noch hier sagen soll, wollte. Falls irgendwas mit Regeln aufkommt, fragen einfach in die Comments. Das Regelwerk packe ich euch nicht in die Beschreibung. Ich weiß nämlich nicht, ob ich darf. Ich höre einen Zombie. Da unten ist der. Und ich habe Angst, dass ich jetzt schon direkt drauf gehe, ne? Creep! Als ob man... Oh! Und mein Schwert ist kaputt. Ich hätte mir erstmal das Eisen brennen sollen. Boah, ich bin so schlau. So. Skelett wird mich angreifen. Das weiß ich. Deswegen gehe ich mal etwas weg hier. Guck mal, wir sind hier direkt an der Mauer. Die Schlucht geht bis hier hinten. Nein, ich gehe bewusst nicht in den Gang rein. Aber ich glaube, ich stelle hier meine Fackel hin, nicht, dass hier irgendwas spawnt. Dass es zu Spumm macht und ich tot bin. Und jetzt brauche ich erstmal einen Ofen. Ich habe mir unten so eine kleine Base. Für kurz. Daran kann ich jetzt meine alten Sachen kann ich das hier verbrennen. Steine. Oh, das ginge. Reicht das nur für eins? Ich brauche Kohle. Da ist Kohle. So. Hui. Also die Anspannung ist ein bisschen weg. Ich kann natürlich immer noch von hinten. Hier auch schon ein Skelett. Zischbumm machen. Dann war's das, so wie beim armen Slexer. Und ich meine, es ist das andere Team, aber so zu sterben gönnt man keinem. Wirklich nicht. Und ich weiß nicht, das Projekt war jetzt schon so lange in Planung und dann direkt so zu sterben. Hatte ich auch echt Angst vor. Ich glaube, der Superlink hatte mich im... Wann hat er mich Skelett? Ach, da unten, das stört mich nicht. Auf jeden Fall schon vor 3 oder 4 Monaten, wenn nicht sogar bestimmt. Ein Kohlestück braucht man noch ein drittes. Ein Kohlestück reicht für 8 Dingens. Ei, Skeletti. Ich möchte dich eigentlich nicht so gern angreifen. Oh, ich muss was essen. Ich hatte mir natürlich auch braten. Ich habe auch nicht vor, dir das zu finden, eigentlich. Wieso bin ich eigentlich hier runtergegangen? Ich brauche eigentlich nichts. Dias wären halt schon nice, aber das mache ich lieber mit anderen Leuten zusammen. Das Eisen nehme ich mir schon mal raus. Mal erstmal Sticks machen. Dann haben wir schon mal ein Eisenschwert. So. Das packe ich mir trotzdem noch unten in die Leiste. Dann würde ich sagen, aus dem Rest machen wir uns Rüssi. Helm und Hose reicht ja dafür. Und eine Spitzhacke. Erstmal eine Spitzhacke, würde ich sagen. So. Jetzt müssen wir eben warten. Was haben wir denn hier noch? Hier, das kann ich nachlegen. Ein Eisen brauchen wir noch für den Helm.
Und da ist es. Den craften wir uns jetzt mal eben. Was habe ich denn alles im Inventar? Wolle brauche ich eigentlich nicht. Nee, Wolle brauche ich echt nicht. Ich schmeiß eigentlich ungern Sachen weg. Ah, scheiße, den Kies hätte ich behalten sollen. Für ein Feuerzeug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Was brauche ich noch nicht? Ja, für Pilzsuppen. Die könnte ich mir schon mal machen. Dann habe ich immer kein Holz mehr. Nee, ich mache mir den mal nicht mehr. Ich mache mir den in der Oberfläche. Skelettschild. So. Kommen Sie her. Ich will jetzt auch direkt wieder nach oben gehen. Weil ich gehe, wie gesagt, auf Diasuche gehe ich nur zu zweit. Ich glaube, Chris hat schon Dias gefunden. Er hat am ersten Tag direkt 3 Folgen aufgenommen. Könnt ihr ja dann bei ihm angucken. So, das nehmen wir raus. Das restliche Eisen nehmen wir ungebraten mit. So. Jetzt sind wir schon mal full iron. Schön sehen wir aus. Das mache ich jetzt noch mit meiner Steinspitzhacke. Um die Eisenspitzhacke nicht zu verschwenden. Eine Axt habe ich nicht. Ich renne einfach an dem Skelett vorbei, wisst ihr. Das trifft mich eh nicht. Es rennt mir hinterher. Oh, wo bin ich? Ach ja, hier bin ich. Bin ich hier? Ja, hier bin ich hergekommen. Okay, so viel zum Thema. Es trifft mich eh nicht. Oh ne, wenn ich hier runterfalle, das wäre schon ein bisschen scheiße. Okay, hier komme ich jetzt ganz easy wieder hoch. Habe ich echt so schnell die Schlucht gefunden? Ich wette, draußen ist jetzt Nacht. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Skelett folgt mir nicht. Oh, okay. Ich sollte irgendwo hingehen, wo es sicher ist. Oh, die Nacht ist mies. Ich gehe zu Pferden. Nee, ich gehe nicht zu Pferden. Ich gehe mal wieder zu der Kiste. Das Leder behalte ich mal. Für Bücher. Und ich weiß halt zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob der Jonas, also der Welle-LP, schon eine Folge aufgenommen hat. Ich merke ja gerade, dass ich nicht so offensiv spiele, weil ich das lieber zu zweit machen würde. Das ist mein Schwein. Nice, ein Bogen! Hä, hat das nicht einen Bogen gedroppt? Okay, da halt nicht. Hä, es hat doch einen Bogen gedroppt, oder? Ne, schade. Ich weiß auch nicht, ob wir das hier einfach offen stehen lassen können. Ich glaube nicht. Da ist ein Ofen drin. Nein, es ist ein Eisenerz. Ich weiß es nicht. Sind da wichtige Sachen noch drin? Ja, eine Eisenbrustplatte. Na, ich frage einfach gleich mal nach. Und die Aufnahmezeiten sind von 18 bis 20 Uhr. Habe ich einen Apfel? Ist da Äpfel drin? Okay, hätte ich. Den kann ich lieber für mich selber benutzen. Sattel habe ich eh nicht. Ja, wie gesagt, die Aufnahmezeit, man darf von 18 bis 22 auf den Server. Liegt daran, dass viele berufstätig sind, die hier mitmachen. Und deswegen nicht. Ich sollte mein Steinschwert für Mobs benutzen. Und deswegen. Zombies verfolgen mich jetzt echt bis hier. Ja, und deswegen nicht früher aufnehmen können. Oh, ich dachte, da steht ein Creeper.
Boah, ey, ich krieg schon Halluzina L. Kennt ihr es auch, Halluzina L? Das ist die neue Form. Boah, ich könnte mir so geil mein Eisenschwert verzaubern. Meine Pussy. So. Boah, es gibt auf diesem Server so verdammt viel Essen, ne? Und ein Skelett ist auch da. Ah ne, es ist kein Skelett, es ist ein Birkenbaum. Ist fast das gleiche. Ich hab so das Gefühl, dass ich nichts Innovatives mache. Deswegen baue ich jetzt Kohle ab. Es könnte nämlich einigermaßen innovativ sein. So. Spinne. Danke. So. Ja, und da, da, da. Boah, wie viel Kohle hier ist. Kann ich eigentlich den Kohlesong, den Kohlesong? Alter, was ist denn heute mit mir los? So. Das ist jetzt halt gerade erst meine zweite Folge und wir haben Dienstag. Und die anderen werden aufgenommen haben gestern, also am Montag. Das Projekt ist am Sonntag gestartet. Und deswegen, ich glaube, ich bin ein bisschen im Rückstand. Aber wenn ich jeden Tag nur... Alter, wieso sind denn hier so viele Schluchten? Das ist doch nicht normal. Auf jeden Fall habe ich jetzt 41 Kohle. Und tu mal unnötige Sachen weg. Hä, wo habe ich eine Kartoffel? Na geil. Ich weiß auch noch nicht, ob wir uns eine Base machen, irgendwie unterirdisch. Kartoffeln anbauen und so. Ja, wo ist mein... Ich dachte, ich hätte mein Steinschwert. Das ist eine Spinne im Angriffsmodus, oder? Ja, doch nicht. Boah, ich hab grad voll die ganze Zeit... Hallo, Zina. Boah, ich werde jetzt... Da ist eine Spinne! Hi! Ich werde jetzt, wenn ich Halluzination sagen will, sage ich jetzt immer Halluzina... Oh, ich muss was essen. Mann. Aber hier wimmelt es echt an Essen. Oh! Oh mein Gott. Gut, das ist das Ende der Folge. Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Minecraft Firestorm 2. Tschüss!